So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute war einiges an den Märkten wieder los, wie fast jeden Tag. Doch heute konnte man eigentlich relativ entspannt entgegenblicken. Denn die Setups, Szenarien wurden ja in den letzten Wochen, Tagen oder nicht Wochen, in der letzten Woche bzw. in den letzten Tagen fast täglich vorgestellt. Und wie jetzt hier zum Beispiel der DAX ging ja auf, hier so wurde sogar zweimal dann die Oberkante hier getroffen. Die Charts werden auf dem Guidance Stream bereitgestellt. Also kann auch jeder die runterladen und selbst bearbeiten. Hier beim Euro-Pfund war kurzfristig das ideale, ja, die ideale Kaufzone ausgemacht. Zwar gab es jetzt hier keinen mächtigen Run nach oben, aber im Plus dürfte trotzdem auch sogar jeder sein. Und hier beim Silber Setup, was natürlich deshalb sehr entspannend war, weil die Limits waren vorher bekannt. Und wie oft betont, dass es hier nur eine erste Teilposition, zweite Teilposition und das hier unten wäre eigentlich die größte Position gewesen, damit sich die zusammen auf eine Position sich aufsummiert. Wer jetzt hier die erste und zweite gekauft hat, könnte theoretisch diese untere wieder geben und den Gewinn einstreichen, weil der Gewinn ist eigentlich ja fast am Tief, fast am Hoch, kann man es jetzt hier verkaufen. Allerdings, was ich eben auch hier so eingezeichnet habe und in diesem Chart, könnte es eben das Tief, ja, gewesen sein. Deshalb würde ich jetzt hier, ja, ich sage jetzt keine Empfehlung, wie gesagt, ich habe eh schon zu viel gesagt, genauso wie beim Gold. Die Kaufzone war bekannt und ja, ich denke mal, besser kann man die jetzt hier nicht einzeichnen, wie es vor Ewigkeiten eben hier seit dem 18. der Fall war. Dann kommen wir ja, zum Öl. Gab es hier das Stop-Buy-Setup, wurde nicht aktiviert hier. Das war, glaube ich, eigentlich der letzte Fehlprognose. Allerdings war hier unten immer wieder die Unterstützungszone so benannt worden. Hier hätte man wieder rausgehen können, weil ja hier das neue nicht aktiviert worden ist. Euro, australische Dollar passt soweit auch, definitiv. Wer hier gekauft hat im Plus, wer jetzt hier wirklich die komplette 4-Stunden-Kerze abgewartet hat. Und außerdem war das auch hier in der Nacht, war es sehr schwierig. Stundenkerze war hier. Und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, dann kann man auch natürlich in unteren Zeitebenen den Ausbruch, die Stundenkerze nehmen und hier als wichtiges Unterstützungslevel auch ansehen. Und die wurde hier zweimal erreicht und ging dann nach oben. Also plus, plus, plus. Weitere Setups hier die BMW-Aktie. Frühestens konnte man hier oder konnte man auch noch zwischen 69. Ja, 69 war eigentlich hier der tiefste Kurs, im Hoch 76 jetzt. 6 Dollar, 7 Dollar, 6 Euro, 6 bzw. eben 10%. Die Allianz hat kein Kaufsignal generiert. Und welches jetzt hier fast 2000 Punkte im Plus war, ist der Hang Seng Index. Waren es dann 1800 Punkte mit der Teilposition noch. Nikkei Index, wer die Videos gehört hat, sollte man hier nicht unbedingt aufspringen oder weil es ja sowieso auf Schlusskursbasis nicht aktiviert worden ist. Und zweitens war gesagt, hier einen Rücklauf nehmen. Was gibt es sonst noch? Beim Netflix wurde das Kauflimit leider verfehlt. Gestern eben noch erwähnt, dass hier möglicherweise noch ein Tief fehlt. Hier kann man
Das Kauflimit bleibt noch aktiv. Man kann es auch theoretisch ein Stück weiter runtersetzen noch. Borussia Dortmund, ja, bewegt sich nicht viel. Götze spielt wieder bei Dortmund. Und endgültig, fast punktgenau, dann die Pro7-Aktie wurde hier an diesem Tag gekauft. Fast der Tiefpunkt. Ich will es gar nicht ausrechnen, das R im Prinzip waren hier Risiko von 60 Cent. Und das Kursziel waren jetzt 4 Euro entfernt. 40 geteilt durch 6 macht mehr als 6R Trade. Hier beim australischen Dollar, kanadischen Dollar liegt man auch im Plus. Der Softstop wurde leicht unterschritten, allerdings der Softstop kann man auf Schlusskursbasis sehen. Der Hardstop ist direkt, wenn der direkt erreicht wird, das Währungspaar, also der Preis, dann wird es hier direkt verkauft. So werde ich jetzt auch demnächst diese Analysen anfertigen. Lange wird es diese Analysen allerdings nicht mehr geben. Danke fürs Zuhören und bis später oder beziehungsweise morgen.